1%, 950%, 200%, wie auch immer. Hi, willkommen in der Motorradmeisterei im wunderschönen Hehlen im Weserbergland. Ja? Schön, dass ihr dabei seid. Heute werden wir mit einem neuen Motorrad starten, mit einem kleinen Produktvideo. Wir versuchen es immer so ein bisschen zu mischen, dass wir was auf dem Werkstattbereich zeigen, ein bisschen was Technik, ein bisschen was erklären. Letztens zum Beispiel Reifen über eine Stunde. Und das war da immer ein relativ umfangreiches Paket schnüren. Heute ist wieder mal eine Neuheit dran. Ist diese Woche gekommen, Supersport 950, zack, da steht sie. Es haben sich im Vergleich zu der Supersport vor 4 Jahren ein paar Dinge geändert. Also generell die Supersport, so wie wir sie jetzt kannten, war im vierten Jahr, das vierte Jahr war vorbei. Also Modellzyklus ist ja bei Ducati meistens 4 Jahre, dann gibt es was Frisches. In diesem Fall mit der Supersport 950. Man hat bei dem Modell davor verschiedene Erkenntnisse erlangt und die sind jetzt in dieses sehr, sehr schön gewordene, muss ich sagen, Motorrad geflossen. Aber bevor ich einsteige, ein paar bewegte Bilder. Bis gleich. Gefallen. Jetzt werde ich ja ein wenig zu erzählen. Die Supersport kam sehr, sehr schön an und hat im Prinzip die Leute angesprochen, die ein sportliches Motorrad haben möchten, bis auf der Landstraße, aber überwiegend bewegen, vielleicht mal einen Abstecher zur Rennstrecke, aber an sich schon ein Motorrad fahren wollen, was handelbar ist, was auch einen gewissen Komfort besitzt. Und damit kam halt die Supersport, so wie wir sie bisher kannten, ins Spiel. So, dieses Modell wurde 4 Jahre produziert und 4 Jahre verkauft. Die Entwicklung geht natürlich so ein bisschen weiter. Man hat natürlich die Kunden befragt, man hat untersucht, wer kauft so ein Motorrad, und das ist natürlich alles in die Neuentwicklung der Supersport 950 eingeflossen. Ich finde, das ist sehr, sehr gut gelungen, weil, wenn ihr hier von vorne zum Beispiel mal schaut, es gibt eine super dynamische Verkleidung. Also die hat wirklich sehr, sehr viel gewonnen. Ein Voll-LED-Scheinwerfer, der auch symmetrisch leuchtet. Also wenn ihr eben das Licht anmacht, sind auch beide Scheinwerferhälften an. Sehr, sehr schön. Verkleidung hat einige Einflüsse bekommen, was wirklich ganz stark dann doch an die Panigale V4 Modellreihe erinnert und an die Familie. Und im Vergleich zu dem Modell davor ist es wirklich traumhaft schön geworden. Ne? Genau. Ja. Funktionsweise dieser neuen Lüftung ist natürlich einmal dem Fahrer ein bisschen mehr Komfort zu bieten. Da ist zum Beispiel vorne, seht ihr hier diese kleine Haifischflosse hier. Da befindet sich ein Kanal. Dieser Kanal ist dazu da, direkt
hier oben den Fahrer die Beine mit kühler Luft zu versorgen. Also Luft vorne direkt rein, hier durch. Wiederum die Kanäle hier unten sind dafür da, also dieser Kanal hier unter, dementsprechend hier hinten auch, die sind dafür da, die heiße Luft vom Fahrer am Fahrzeug weg zu transportieren. Also da hat man sich schon wirklich was bei gedacht. Hinten im Federbeinbereich, was ist im Federbeinbereich, im Auslassbereich von dem hinteren Zylinder ist der Hitzeschutz ist auch massiver geworden, eben um zu verhindern, dass da zu viel heiße Luft aussteigt. Das sind so Punkte gewesen, die relativ wichtig waren, weil das immer wieder, was heißt moniert, aber es haben halt viele gesagt, oh, das wird aber ganz schön warm da hinten drauf. Also deswegen ist das so gemacht worden. Es ist auch super, dass das auch direkt umgesetzt wird, sodass man da definitiv noch ein bisschen mehr Komfort hat. Was auch geändert worden ist, Spiegelaufnahme war in der Vergangenheit ein bisschen von der lockeren Seite der Macht. Ja, die sind jetzt auch ein bisschen fester. Genau, das dazu. Generell hat Ducati festgestellt, dass die Kundschaft, die so eine Supersport fährt, im Verhältnis relativ jung ist. Oftmals wird eine Monster ersetzt und wir können mit dem Fahrzeug auch Wiedereinsteiger oder auch Aufsteiger ganz gut ansprechen. Ja, und deswegen eben auch diese dynamischere Linienwahl. Sehr, sehr schön. Elektronikseitig ist das Fahrzeug auch natürlich dann nach 4 Jahren auf die Höhe der Zeit gebracht worden. Hier befindet sich die bekannte Bosch IMO drin mit den 6 Achsen, so wie sie auch in Panigale V4, V2, mittlerweile Panigale V4, V2. Wenn ich da zu sehr rumplapper, schnalze bitte raus. Ne? Genau, wie sie sich darin befindet, ist hier auch verbaut worden. Also das Fahrzeug kann Kurven-ABS, Traktionskontrolle, Wheelie-Control. Ab Werk ist auch in der Basisvariante der Quickshifter verbaut. Also es gibt natürlich so wie vorher auch 2 Varianten. Einmal die Supersport 950 und dann die Supersport 950S. 950S ist noch im Karton unterwegs auf dem Speditions-LKW. Die haben wir noch nicht hier, aber Basisversion ist schon hier. Die S-Variante unterscheidet sich dann halt durch das Ölinsfahrwerk, so wie es vorher auch war. Und der Abdeckung, die da drauf ist. Abdeckung könnt ihr hier problemlos nachrüsten auf der Sitzbank. Sitzbank ist im Übrigen auch neu geworden. Habt ihr wahrscheinlich im Video schon gerade gesehen. Schöne rote Nähte. Hier hinten dementsprechend ein bisschen ein Druck mit dem Ducati-Logo. Ist auch sehr hochwertig geworden. Ne? Genau. Gibt es eine Abdeckung für. Passt bei dem Modell auch drauf. Die Supersport S hat es am Werk. Ne? Das heißt, die Supersport S wird als Mono Sitzer oder als Einsitzer mit der Abdeckung geliefert? Nee, ist schon 2 Sitzer, wo du abdecken kannst. Ne? Okay. Also 2 Sitzer sind beide. Sozius-Rasten sind bei der S auch drauf. Nur dass halt diese Abdeckung hier mit dabei ist. Ne? Die kannst du hier aber, wird mit 2 Imbusschrauben draufgeschoben, kannst du einfach draufstecken. 2 Sitzer sind beide, ne? Aber halt die Option eben diese Sitzbank, wenn du allein unterwegs bist, abzudecken und ein bisschen dynamischer zu gestalten. Gibt natürlich auch ein, wie immer bei Ducati, ein sehr umfangreiches Zubehörprogramm vom kurzen Kennzeichenhalter über LED-Blinker, andere Behälter, Auspuffanlage, mit Zulassung, ohne Zulassung, alles was ihr wollt, gibt es natürlich. Genau, so was ist noch neu? Das Display ist neu. Es ist ein TFT-Display, so wie es vom Prinzip, hattest du beim Video gerade Zündung an? Bei dem Formulier? Ich bin mir nicht sicher, aber wir gucken einfach mal zusammen. Wir gucken mal zusammen, genau, TFT-Display. Generell von dem Layout ist das so ein bisschen angelehnt an die Hypermotard 950. Die hatte das dann auch bekommen mit dem Drehzahlmesser, mit dem Groß, mit der Ganganzeige, was ja so ein bisschen von der Panigale V4 stammt. So, was jetzt hier neu ist, die Menüführung ist tatsächlich angeglichen an die Multistrada V4, da kennen wir ja schon. Ihr habt hier 2 Bereiche. Hier oben seht ihr die Klammer, die eben weiß markiert ist. Das bedeutet, wir blättern da oben in den oberen Teil. So, und wenn ich jetzt dauerhaft nach unten drücke, dann geht die Klammer von hier oben gleich nach unten. Achtet mal drauf. So, zack. Jetzt bin ich unten im Bordcomputer, wo ich dann Kilometerstand, Reichweite, Tageskilometer 1, Verbrauche, ja, das alles durchschalten kann. Ja. Der Fahrmodus wird mir hier angezeigt, Touring und hier die Parameter. Ne? Ducati Quickshifter, Ducati Traction Control, ABS und Wheelie Control. Ne? Also hier ist wirklich alles an Bord. Also generell
hat das Fahrzeug wirklich durch die Überarbeitung sehr, sehr viel gewonnen, also auf der elektronischen Seite, auf der optischen Seite, also es ist wirklich ein richtig, richtig schickes Ding. Ne? Weil vorher war es so ein bisschen, ja. Eine Sparversion? Nee. Cut. Also vorher war es so ein bisschen, ja, für meinen Geschmack ist natürlich verschieden, aber ich finde von der Front hat eben diese gewisse Dynamik, die diese Front jetzt versprüht, die hat wirklich vorher gefehlt. Ne? Weil wenn ihr jetzt hier schaut, ich habe mal eine Panigale V2 daneben gestellt, einmal rüber. So, da seht ihr, dass da wirklich von der Formsprache mit den Luftkanälen und auch mit dem Scheinwerfer vorne, also das findet sich da schon wieder. Ne? Und das ist, glaube ich, auch das, was Ducati halt wirklich, wirklich ausmacht. Ne? Diese super schöne Formsprache. Die Kiemen sind hier sogar bei der Supersport 950 noch ein bisschen mehr ausgearbeitet. Erinnert mich so ein bisschen an meine V4R. Da sind sie dann auch, oder viermal ein Panigale ab 2020 ist es ja so, dass die Kiemen da drin sind. Also schon sehr, sehr schön. Hm? Was auch neu gekommen ist, was auch sehr, sehr viele freut, eine hydraulische Kupplung. Na, wir hatten ja vorher eine Seilzugkupplung, sind übrigens auch die neuen zauberhaften, selbst entlüftete Bremsbuben verbaut. Wir hatten ja vorher eine Seilzugkupplung, da war es tatsächlich bei kaltem Motor relativ schlecht zu dosieren. Da gab es das ein oder andere wilde Anfahrmanöver, wenn man das nicht gewohnt ist. Na, das sollte jetzt hier mit der hydraulischen Kupplung vorbei sein. Wir werden auch demnächst das erste Supersportmodell, alte Supersportmodell mit der Seilzugkupplung, werden wir demnächst auf die hydraulische Kupplung umbauen. Das sollte alles passen. Ich habe mir das im Teilekatalog mal angeguckt. Wird funktionieren, bin ich mir ziemlich sicher. Können wir ja ein Video drüber machen, wenn das interessiert. Na, dann machen wir das so. Seilzugkupplung raus, hydraulische Kupplung rein, was dafür Teile für braucht, warum und was kostet. Wenn es euch interessiert, wie immer in die Kommentare. Genau, wenn es euch genau in die Kommentare und auch vor allen Dingen, wenn es euch interessiert und wenn euch das gefällt, was wir hier treiben die ganze Zeit, abonniert auf jeden Fall den Kanal. Und lasst einen Daumen nach oben da für den YouTube-Algorithmus. Oh, das auch, genau, das ist ganz wichtig. Ne? Genau, dann verpasst ihr auch kein Video. Alles schicki. Genau, verstellbare Scheibe hat der Ofen auch. Das ist aber jetzt keine Neuerung, das hatte das Modell vorher auch schon. Das ist ganz einfach, wenn man auf Strecke ein bisschen mehr Komfort möchte. Kann man die einfach nach oben ziehen. Wunderbar. Ansonsten, Bremsanlage ist alte Bekannte, die Brembo Monoblöcke, das ist so geblieben. Einarmschwinger, klar, Ducati typisch. Ist im Übrigen auch noch, viele sagen ja immer, typische Ducati. Gitterrohrrahmen hat sie, Einarmschwinger hat sie. Desmodromische Ventilsteuerung hat sie auch. Ne? Also schon eine richtig schöne Ducati. Und wie gesagt, hat jetzt auch so das dynamische Äußere bekommen, was vorher vielleicht so ein bisschen gefehlt hat. Technisch ist sie wieder komplett auf Höhe der Zeit. Also ganz heißer Ofen. Gibt es im Übrigen auch mit Leistungsreduzierung 35 kW. Stufenführerschein ist auch möglich. Offen hat der Apparat 110 PS. Wenn ihr die 35 kW Variante bestellt, können wir die auch aufmachen. Allerdings hat diese Variante dann keine 110 PS offen, sondern 98 oder 95, auf jeden Fall unter 100, weil das nämlich ist das Gesetz. Gedrosseltes Motorrad in der offenen Variante 110 nicht möglich. Die Supersport 950 gibt es in Rot, die 950S gibt es in Rot. Darüber hinaus gibt es sie noch in einem sehr, sehr schönen Weiß. Absolut top, sieht richtig, richtig schick aus. Preislich, die Supersport 950, so wie sie steht, 13.695 Euro, Supersport S 15.995 Euro und in der weißen Variante 200 Euro, glaube ich, mehr. 16.195 müsste das sein. Genau, so sieht's aus. Ist das dann das Mattweiß, was wir schon mal gesehen haben? Yes, of course, ist das Mattweiß. Ne? Also die Farbe gab es ja vorher auch schon, wobei die Räder jetzt nicht mehr rot sind. Die waren ja vorher rot, die haben sie jetzt schwarz gelassen. Sehr schön, also sieht super edel aus. Ne? Also echt richtig, richtig schick. Ich weiß gar nicht, Vorführer habe ich, glaube ich, in Rot bestellt. Ja, ist auch egal. Fahren tun sie beide gut, mit Sicherheit. Aber das okay. Weiß kann man sich ja in dem anderen Video auch anschauen. Auf jeden Fall. Ich meine, das ist auch das gleiche Weiß wie bei V2. Ne? Genau, so müssten wir eigentlich durch sein. Ihr habt gerade gehört, Vorführer kommt auch. Also das ist jetzt kein Vorführer, das ist eine Maschine für den Verkauf.
Also wenn ihr so einen Ofen haben wollt, Telefon oder E-Mail. Vorführer wird kommen im, ja, keine Ahnung, momentan Lieferzeiten haben wir in vielen Bereichen relativ stramm, leider. Ich meine, im April wird die hier sein, Anfang April. Ich glaube, ich habe bei dem Modell auch gesehen, dass sie in Vorbereitung ist. Monster 950, auch ein riesen heißes Teil, wird noch ein bisschen dauern, leider. Aber soll jetzt auch angehen. Ne? Okay, gut. Jetzt war ich zum 10. Mal noch was vergessen. Nein. Okay, perfekt. Sehr gut. Sitzen bleiben. Viel Spaß mit meinen Videos und bis bald. Ciao.